Heute klären wir die Frage, die euch sicher schon Monate nicht richtig schlafen lässt. Was ist eigentlich Metakommunikation? Grob vereinfacht ist die Metakommunikation das Reden über das Reden. Sie ist eine Ebene der Kommunikation, auf der nicht auf herkömmlichen Wege über Worte kommuniziert wird. Sie wird daher auch als nonverbale Kommunikation bezeichnet, da unser Gegenüber aus der Metakommunikation lediglich ableiten kann, aber keine direkten Informationen mitgeteilt bekommt. Die Metakommunikation wird im Volksmund auch als das Gefühl bezeichnet, dass eine Aussage oder eine Handlung anders gemeint sein könnte, als wie man sie direkt interpretiert hätte. Metakommunikation setzt eben diese weitreichendere Interpretation voraus und gestaltet sich dadurch manchmal missverständlich und problematisch, wenn Fehlinterpretationen zustande kommen. Genauso ist es möglich, Metakommunikation gezielt einzusetzen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Gespräche mit einem bestimmten Kollegen führen regelmäßig in eine Sackgasse. Sie geraten sich immer wieder in die Haare, es kommt eigentlich nie zu einem möglichen Dialog und oft trennen sie sich im Streit. Das Ziel von Metakommunikation ist es, für sich bzw. mit dem jeweiligen Gesprächspartner klarer zu verstehen, was eigentlich geschieht, zum Beispiel welche wiederkehrenden Muster sich zeigen, um dann zu überprüfen, ob die Art der Kommunikation bezogen auf die jeweilige Situation und die jeweiligen Ziele gut passt oder aber verändert werden sollte. Der wichtigste Wirkfaktor von Metakommunikation ist die Herstellung eines guten Abstands. Dieser Abstand hilft, das Geschehen besser zu verstehen und das eigene bzw. das gemeinsame Handeln in der Folge möglichst effektiv steuern zu können. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte nämlich keinen. Bis zum nächsten Mal.